In ganz Italien sind die knapp 9000 Mitarbeiter des Online-Versandhändlers Amazon zu einem 24-stündigen Streik aufgerufen worden. Mehrere Gewerkschaften hatten die Arbeitsniederlegung gefordert, um bessere Arbeitsbedingungen und die Einhaltung von gesundheitlichen Standards in der Corona-Pandemie zu erwirken. Man werde immer unter Druck gesetzt, besonders die neu hinzugekommenen Arbeiter, sagt dieser Teilnehmer bei einer Kundgebung am Standort in Genua. Es wurde kritisiert, die Fahrer müssten den Anweisungen eines Algorithmus folgen und zu viele Pakete pro Tag ausliefern. Wir haben viele Probleme, auch was die Belastung angeht. Wir gehen im Durchschnitt mit 100 bis 120, manchmal sogar 180 Paketen auf einmal raus. So etwas muss aufhören. Verhandlungen zwischen Arbeitnehmern und dem Online-Riesen waren zuvor gescheitert. Laut einem Verbraucherverband wurden sogar Amazon-Kunden aufgerufen, am Montag nicht auf der Plattform einzukaufen und somit den Streik zu unterstützen.